Es werden dann immer bestimmte Gelehrte genannt. Alle Gelehrten waren Aschariten. Echt, alle Gelehrten waren Aschariten? Wann ist denn Aschari geboren? 260 in Basra. Was ist denn mit den Gelehrten von davor? Was mit Abu Hanifa? War der Aschari? War der Maturidi? Die kamen doch erst später. Warum nennt ihr dann die Akida Aschari? Pass auf, ich nenne euch andere Gelehrte, die keine Aschariten waren. Und das kann man beweisen. Da haben wir gesagt, nee, nee, das stimmt gar nicht. Ich bringe euch gleich Beweise von ihren Büchern. Abu Hanifa war kein Aschari. Wie auch, der ist 80 nach Hijra geboren. Abu Hassan al-Aschari ist 260 nach Hijra geboren. Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed bin Hanbal. Bei Ahmed bin Hanbal ist es so klar wie die Sonne. So klar wie die Sonne. Kitab al-Sunnah, Usul al-Sunnah. Klar wie die Sonne. Imam Bukhari, klar wie die Sonne. Ich habe Sahih al-Bukhari hier. Dann Imam Tabari, klar wie die Sonne. Ibn Khuzaymah, klar wie die Sonne. Imam Barawi, klar wie die Sonne. Ich lese dir seinen Tafsir durch, kein Aschari. Ibn Kathir, kam jemand auf meine Seite? Meinte, nein, Ibn Kathir ist Aschari, die Salafisten lügen nur über den. Okay. Guck mal, wir brauchen nur zu gucken, was dort steht. Ob der Aschari ist. Guck mal, was er sagt. Hier habe ich den ersten Vers. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla nahara yatlubuhu athitha wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Okay. Hier schreibt er: Thumma istawa 'ala al-'arsh. Falinasi fi hadha al-maqam maqalat kathiratun jiddan. ليس هذا مولي بسطها إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. Ibn Kathir kam 701 danach. Warum sagt er nicht, wir folgen dem Madhab von Imam al-Ash'ari hier? Wir folgen dem Weg vom Salaf al-Salih. Malik, Al-Awzai, Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Shafi, Ahmed al-Hanbal, Ishaq ibn al-Rahawai, wa ghayru min na'immat al-Muslimin, qadimen wa hadithen. Wir folgen hier den Weg von Awzai, Malik und so weiter. Ihr habt gerade den Namen gehört. Und viele der Gelehrten von früher und von später. وَهُوَ إِبْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ. Und es ist, sie so zu lassen, wie sie sind. مِنْ غَيْرِ تَكِيف, ohne ein bestimmtes Wie zu geben. وَلَا تَشْبِيهٌ, ohne sie mit der Schöpfung zu verähnlichen. وَلَا تَعْتِيل, und ohne sie zu negieren. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِ إِلَى أَذْهَانِ الْمُتَشَبِّهِينَ مَنْفِيٌ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. Und das Erste, was in den Sinn kommt, wird von ihm losgesprochen, ja, von denen, die ihn verähnlichen. Was sagen wir denn? Sagen wir, wenn wir an Hand denken, Hand, أعوذ بالله, guck mal, ich traue mich noch nicht mal, die Hand von mir zu zeigen, gerade. Sondern wir wissen, dass Allah über unsere Vorstellungskraft ist. At-Tabari sagt in seinem Tafsir, über يَدَاهُ مَبْسُوتَتَن. Tabari, der größte Tafsir-Gelehrte überhaupt. Man braucht nur zum Buch zurück. Aber das Problem ist, dass die Leute die Wahrheit nicht wollen. At-Tabari sagt ganz klar in seinem Tafsir, in diesem Vers gibt es mehrere Aussagen. Kudra und so weiter und so fort. Und dann sagt er, und dann gibt es die Aussage, Al-Yadu lahu sifa laysa bijarihatin ka jawari bani Adam. Die Hand ist eine Eigenschaft von ihm, aber kein Körperteil wie das Körperteil der Kinder Adams. Das ist genau das, was wir sagen. Was sagen sie? Nee, aber der meint was anderes. Der meint nicht das, was ihr... Ist okay, alles klar. Geh zu einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und lass es dir erklären. Lass es dir übersetzen und lass dir das übersetzen, was in unseren Büchern steht, und dann guck mal weiter. Das ist ganz einfach. Das ist das Problem. Es ist klar und deutlich. Das war jetzt nur eben Kathir als Beispiel gewesen, ja?